Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Pilser Stammtisch. Die Jazz Arena und ich haben uns an diesem Freitagabend zusammengetan, um mit euch ein bisschen zu plaudern. Und wir haben uns heute ein Thema überlegt, das nennt sich Beauty Appointments. Also, wir wollen generell mal drüber quatschen, wie viele Termine eigentlich so eine durchschnittliche Frau oder eine Frau generell hat. Also zum Thema Beauty einfach, genau. Ja, genau. Ich muss mich dran erinnern, Pelsisch zu Bubble-Show, ich weiß, Gruß geht raus. Stammtischschild ist Achtung. Yes, let's go. Let's go, Beauty Appointments. Die Shalima hat morgen ein Beauty Appointment, deswegen kann die Oklemo anfangen mit ihren Beauty Appointments. Genau, morgen gehe ich direkt mal zum Friseur. Wie oft gehst du eigentlich zum Yes. Friseur? Alle 2 Monate. Oh, das geht aber. Das langt aber auch gerade. Ja, weil ich wollte gerade sagen, wie viele Stunden du wieder Blonde da Frauen hockst. sind teuer. Ja. Sehr teuer, blonde Frauen. Aber vor allem die Zeit auch, ne? Ja. Wobei, aber jetzt geht's, du hockst jetzt nicht mehr so lang, oder? Nee, 4, 5 Stunden. Das wäre schon gerne wahr. Nee. Nee, geht 4, 5 Stunden. Ja, ich weiß ja, vielleicht ist es auch morgen schneller, je nachdem. Weil jetzt muss ich ja kein Strähnchen setzen, jetzt wird es ja einfach Ja. nur draufgeklatscht. Deswegen, das geht jetzt schneller wahrscheinlich. Ich freue Aber mich. du findest es gut, ne? Dir gefällt es, dort zu sitzen und so, ne? Ja, ich liebe es beim Friseur. Ich habe auch heute Morgen ein Reel gesehen. Da hat ein Friseur gepostet, zum Beispiel Blondierung mit Therapie, 350 Euro. Was ist Ohne mit Therapie. Therapie? Warte, warte, warte. Ah. Ohne Therapie 300 Euro. Und dann hat er sie gefragt, was willst du, mit Therapie oder ohne? Und dann hat sie gesagt, ohne Therapie heute. Und dann hat er so Klebeband genommen und hat das auf die Gusch Ach geklebt. so, ja. Ah ja, aber ich meine, es ist echt so, ne? Also ich erzähle da auch total gern, deswegen bin ich voll gern beim Friseur. Also, Ehrlich. ja, ich mag das voll. Das Einzige, was ich nicht so mag, die machen meine Haare immer so extrem glatt, glatt, glatt. Und das mag ich nicht so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Grund, warum ich mir die Haare irgendwann aufgehört habe zu färben, und das war ziemlich früh, das war, würde ich behaupten, Anfang, Mitte 20. Anfang mit, also ich muss so sagen, ich habe mir die Haare angefangen zu färben mit 14. Also habe ich sie so weggesblondiert, ach, und hatte so Panga-mäßig Kri-Rot und weißt du Geier was drin. Also immer so Directions Colors, Poppy Red, Pillarbox Red, so, ne? Und dann irgendwann so, ich steht sogar da mit 8, ja doch, so Anfang 20 habe ich es nie gemacht, weil erstens mo ging mir das tierisch auf den Nerv, da immer 100 Stunden zu sitzen, weil ich kann das gar nicht. Und ich meine wirklich gar nicht. Mich nervt das total. Aber bei mir war es halt auch so, mein Haar wachsen ziemlich schnell. Und dann hatte ich halt immer voll schnell einen Ersatz. Und das Ding ist aber, bei mir wurde das blond, oder ich sage mal so, du musst über meine Haare aufhellen. Egal welche Farbe ich wollte, musst du aufhellen. Und bei mir wurde das halt immer so Kupfer, weißt du, so eklig halt. Und ich konnte es voll nicht leiden. Und dann habe ich gesagt, nee, toi, toi, toi. Ich färbe jetzt nicht mehr, bis ich irgendwann muss. Und deswegen habe ich das Muklai outgesourced, abgeschafft, das Thema. Also bei mir gibt es nur spitze Schneide oder von mir aus Armo ein bisschen mehr abschneide. Jo, Aber als ob. ja, ich feilsch dann schon. Ich sage, ja, nicht so viel, nicht so viel, sage ich immer. Und ich froh auch schon, wenn ich sitze, wann sind wir fertig. Also das höchste der Gefühle ist nur noch die Haare geklättet mit dem Klettereisen, wenn ich irgendwo hingehe oder irgendwas habe. Okay, vielleicht, wenn ich am auf Hochzeit gegangen bin oder so, dann nur Hochsteckfrisur, aber die Hochsteckfrisur bei mir ist immer nur ein Dutt, so ein hochgesteckter Dutt, ne? Aber wirklich nur das Minimum, was ich da sitzen muss. Also ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Wie machst Ich du liebe das? es. Ja, ich sitze halt einfach, ich beschäftige mich, schlabber die zu. Die dich verrückt wäre. Vor allem, wenn das so eizig hast, du auch so Haube, so Heißlufthaube dann. Ja. In dir gefällt es, du hockst dort, lest da Zeitung. Vielleicht lese ich keine Zeitung, ich gucke auf dem Handy oder guck, was die do, ach sorry, oder guck, was die do sonst noch so treiben bei der anderen. Hat dir das schon als Kleinkind gefallen, so? Ich weiß nicht, früher war ich nicht beim Friseur, da hat meine Mutter das selber geschnitten. Meine Mutter hat mich immer in die Badwanne gestellt, nackig.
Und dann hat sie mal die Spitze geschnitten und das Pony. Ich hatte früher Pony als Kind. Ich habe Ja, es ich immer auch. gehasst, weil es doch dann immer so juckt, wenn die Haare runterfallen. Weißt du schon? Das konnte auch schon nicht leider. Also, ich bin do. Ich meine, gut, ich muss dazu sagen, aber ich mochte es schon, wenn man mir Frisur gemacht hat. Weil ich hatte schon relativ früh lange Haare und ich mochte das schon, wenn, keine Ahnung, mal Oma mir die Haare geflechtet hat oder so. Das mochte ich schon. Aber so dieses, wie gesagt, diese Färbereihe und so, das geht gar nicht für mich. Ja, also ich bin Zu mal viel gespannt, weil Geduld. mein Aussatz wächst ja auch ziemlich schnell raus. Wie, dann muss ich wahrscheinlich alle 4 Wochen gehen. Aber nur Aussatzfärbe ist ja dann auch nicht so schlimm. Ja, das stimmt, es geht schneller. Weil sie dann nur so. Wie ist das eigentlich, wenn man so Extensions macht, dauert es dann noch länger? Weiß ich nicht. Wie Menschen. Also von der Zeit her, wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt Haar färben plus Extensions kleben und und. Also. Ah ja, klar, dauert es dann länger. So, ach, mehr Aufwand. Also es dauert auch lang, ne? Du musst mal so fein machen, die das, gell? So kleine Strähnchen, oder? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie beim Friseur Extensions machen. Ja. Mir hätte sie nur selber gemacht. Das ging relativ schnell. Also ich weiß es nicht. Also nee, sorry, bin ich raus. Das ist alles nichts für mich. Also, nee. Also mein Thema Friseur gar nicht. Aber ich weiß, dass viele Frauen das total gern machen und ja auch oft gehen. Und ich meine, wenn du sagst, du gehst nur in Anführungszeichen alle 8 Wochen. Also die Ja. meisten, die ich kenne, die gehen alle 6 bis 4 Wochen, manche sogar. Ja, gut, wie gesagt, ich habe ja gestreht. Das wächst halt anders raus. Ja, und ich meine, ich muss dazu sagen, Dommer, der müsste eigentlich alle 3 Wochen gehen. Ja, gut, aber beim Männerschnitt ist ja nochmal was anderes. Ja, aber ich denke, also, warum muss man so oft zum Friseur? Weißt du was? Ich Ja, meine, weil es als dann nämlich Mann. stimmt. Also, doch, ich Ajo. verstehe das schon, weil ich hatte auch schon mal so einen ganz kurzen Haarschnitt. Und wenn es dann irgendwie passt, das ist dann scheiße. Das nervt voll. Weil bei mir war da hinten dann der Nacke so ein bisschen rasiert. Und das ist dann, wenn das rauswächst, dann hat es keine Form mehr. Das sieht voll blöd aus. Ja, Also ich kann es nachvollziehen. also ich glaube, Männer gehen ja gefühlt, also nicht gefühlt, Hört sie Männer da gehen so. öfter, ja, öfter zum Friseur wie Frauen. Also ich sage mal so, der Aber Dollar es ist immer noch geht. billiger, wie Das wenn ich stimmt. einmal zum Friseur gehe. Das stimmt allerdings. Wobei man muss dazu sagen, also das Thema Friseur bei Herren hat sich ja auch ziemlich entwickelt, ne? Ja Aber gut, aber wenn jetzt ein Mann 25 € bezahlt, der geht alle, falls sie da sind, 100 €, sind 100 € in 8 Wochen. Bei mir sind es direkt mal zwischen 200 und 300 € alle 8 Wochen. das stimmt. Also Also Dommer zahlt immer noch 15. billiger. Ja, der zahlt 15 sogar nur. Ja, also, Angelo zahlt manchmal 25. Ich glaube, das ist, wenn die noch wäschen und so dazu. Wenn die es nur Ach trocken nee. schneiden. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dem ist. Ja gut, du kannst schon mittlerweile machen, die auch zum Beispiel die Ohrehaare weg irgendwie mit so Feuer oder mit so Wachs und die Nase hoch und Augenbrauen nachzupfen und Bart schneide, wenn du willst. Also das ist jo heutzutage, sag ich mal, gefühlt macht ein Mann ja beim Friseur mehr wie eine Frau. Also, ne? So, weil ich weiß ja nicht, was als Frau machst du ja nur die Haare oder Augenbrauen, ne? Du hast ja auch noch Färbe dort, oder? Ich? Nee, Ja, ich färbe Kammer, dich oder? selber. Ja, aber ich färbe dich selber. Aber wenn du die gefärbt haben Und willst. Zupfe kannst du dort. Ah ja, stimmt, hast recht. Aber gibt es halt auch extra jemand, der nur Augenbrauen macht? Also so. Ja, ich glaube. Wie hieß denn das? Das hat doch auch so einen Namen. Ich habe das irgendwo mal gelesen, wo die dann wirklich die Augenbrauen nicht nur zupfen, sondern tun das auch Färbe. Also tun das Färbe, aber irgendwie andere Technik, so Brush oder wie nennt man das? Keine Ahnung, ich kenne mich schon nicht so aus. Aber ich glaube, dass man dort, wo man die Wimpern macht, ach, mittlerweile die Augenbrauen, Lifting. Lifting. Mensch, jetzt hast du das Browlifting. Was ist denn ein Ja. Browlifting? Hier, du werdest so hochgezogen. Die Herrscher. Und die bleiben dann oben. Ja. Krass. Was machen die das mit so einem Liquid oder was? Ja, das wird wie so, ich denke, das ist dasselbe wie Dauerwellewasser. Ah, ja, stimmt, du hast recht. Ja. Ja, also das gibt es ja auch noch, ne, dass Frauen sowas machen. Ja. Und Wimpern, also die Leute, wo ich kenne, wo Wimpern haben, die gehen ja bald alle 3 Wochen, ne? Ja. Ajo, wenn ich schlafe, geht sie raus und so. Wie lange dauert das, wenn man die Wimpern macht? Das kommt auf die Tusnelda drauf an. Aber schon bestimmte Ich habe Stunden, schon oder? 2 Stunden gehockt, ich habe schon 1 Stunde gehockt, ich habe schon 3 Stunden gelegen.
Also, Also. für mich wäre das nichts. Aber für mich wäre das schon nichts, Also weil. das Wimpern mache ist auch nichts für mich, weil du musst hier still sitzen. Also wirklich Ja. still leihe. Also, ich muss sagen, das Thema Wimpern, also ich finde, bei mir sieht es auch gar nichts aus, weil an meiner Hochzeit hat die, also mich hat die Schwester von der Jess geschminkt und wir hatten das dann beim Probeschminken als probiert mit so Wimpern aufkleben und da hat es auch geklappt, aber an dem Tag von der Hochzeit hat es nicht hingekriegt. Aber ich muss dazu sagen, also im April konnte ich nicht anziehen, weil dann waren die Wimpern an der Brille gehangen. Also ich hatte ja auch Kontaktlinse an der Hochzeit auch. Aber also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe dann wie durch ein Gefängnis geguckt. Weil das hat mir dann so bisschen in die Achenei gehangen, dass, also für mich war das gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das machen können. Also wisch ich mir hab eh so kleine Ja gut, Ache. vielleicht hat es vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, wie sie es gemacht hat, aber man hätte, ich weiß nicht, wo, ich hätte sie vielleicht vorher gebogen, dass deine schon nur aufgehen, weil du hast ja schon so. Ja, was willst du denn bei deiner Weil, Stotze noch bi groß? ja doch, aber die Musche biege, weil du brauchst ja die Fläche, weil die muss dann anders aufkleben. Deine darf man nicht wie bei mir so von so nur so aufkleben, sondern deine muss man von oben nur ohne aufkleben, dass die schon automatisch hochgucken. Ah ja, also damals war das auch so, dass du nicht einzelne Wimpern hattest, sondern das war wie so ein Bogen, der wurde dann Ja, aber zurechtgerichtet, trotz, ne? ja, genau, aber trotzdem musst du so, hätte ich es so aufgesetzt. Ja, also ich fand es extrem gewöhnungs-, also mir hat es nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Aber ich Ja. meine, wie gesagt, ich habe halt auch kleine Haare. Ich meine, es ist ja bei, sag ich mal, bei eurer Augeform anders da. Aber Ja. ich könnte mir das gar nicht vorstellen, das zu machen. Und was ich halt Aber auch so finde, lange Dinger zum Beispiel kann ich auch nicht, weil dann werden meine Haare auch immer kleiner. So große Haare habe ich jetzt auch nicht. also ich muss dir ehrlich sagen, mir persönlich gefällt es nicht. Weil ich sehe Leute, die haben wirklich, wie du sagst, so kleine Haare und dann haben die durch solche Dinger hängen, du siehst gefühlt einfach nur noch Wimpern. Also finde ich überhaupt nicht schä, muss ich sagen. Und was ich auch nachteilig finde, ist, dass ich Leute kenne, die das gemacht haben und die hatten eigentlich echt schäne Wimpern und Dodeno hatten die gar nichts mehr. Ja, ist Also mir dann auch schon mussten die passiert. mit so Serum arbeite, dass es überhaupt erst mal wieder wächst, ne? Und ich meine, das sieht wieder dann richtig krass Ich hatte aus. meine Wimpern, ich habe ja, okay, ich habe relativ lang, sieht man jetzt gar nicht, aber ich habe relativ lange Wimpern ohne. Der Witz ist, die ohne waren dann länger wie die Oppe bei mir. Boah, krass. Das war peinlich. Nee, also deswegen halte ich ehrlich gesagt von dem Wimpernmachthema nichts, weil ich finde, du machst am Ende mehr kaputt, wie dass es dir was bringt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ist mit denen, wo man selber aufklebt, ob die auch die Wimpern schädigen. Ja, ein bisschen. Also ich würde sagen, das Schädige ist nur, wie beim echt, wie bei deiner Kopfhaut, wenn du zu viel auf Annie drauf setzt. Und das, Ah, was du okay. siehst, ist ja du, was weiß ich, 10D. Das heißt ja also 10 einzelne Wimpern auf eine Wimper drauf, auf Ach eine Gott, echte. Und okay. deswegen, das ist ja natürlich, sind es nur 0, was weiß ich, wie viel Mikrogramm. Aber trotzdem für dein eigenes Haar ist das ja auch viel. Wenn du jetzt zum Beispiel 2 auf eins setzt oder so, das ist dann nicht so schlimm. Also, du gehen sie, glaube ich, auch nicht so kaputt. Die gehen erst kaputt, wenn du diese dicke, lange, das, was du halt Mensch. Ja, also nee, das ist mehr Spur zu hart. Und mit deiner Augenbraue. Muss ich sagen, manche Leute, die lassen sich das ja wie so tätowieren. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist so, Microblading. ja, also du musst ja ehrlich sagen, also das gefällt mir, also zum Teil, ne? Wenn es natürlich aussieht, ist es ja schä. Aber es gibt Leute, die haben da zwei Balken aufhängen. Da denke ich mir, boah, also, ne. Gefällt mir auch gar nicht. Und vor allem, ich finde es halt auch schwierig. Weil das Thema Augebraue, man soll es ja nicht meinen, das ändert sich ja von der Mode her so schnell. Mo dick, mo dünn, mo brushy bushy, mo was weiß ich, ja. Das kann ich ja gar nicht, sage ich, mo permanent so mitmachen. Zum Beispiel bei meiner Mutter ihrer Zeit, damals war David Bowie Zeit, bei denen war modern, sich die Augebrauen abzurasieren und das hat die auch gemacht, deswegen hat die keine mehr. Die hat sich die halt richtig rausgezupft. Und deswegen hat meine Mutter die jetzt halt tätowiert. Die hat halt so einen dünnen Strich, weil die halt einfach selber gar nichts mehr hat. Aber da denke ich mir, ach, guck mal, ne, was eine Mode da auch richten kann. Ja, das ist ja dann ach, scheiße, auf gut Deutsch Ja, voll gesagt, ne? krass, ne? Ja. Ja, vor allem manche haben dann so helle Haare und dann. Deswegen Ah. rasiere ich meine Augenbraue auch. Ja? Haben die früher immer zu mir gesagt, wieso ich das mache? Und das wäre voll dumm, weil dann müsste ich es ja öfter machen und dann wachsen die so dick. No, ja, aber meine kommen wenigstens noch. Das stimmt. Das stimmt. Da hast du recht.
Ja. Ah, du machst es mit dem kleinen Messer, du, ne? Ja. Ja. Also ja, das ist dann, also du bin ich überall raus. Dann muss ich sagen, ich habe mir muss so Gesichtsbehandlung machen lassen. Für, also selbst das, Schalima, muss der ehrlich sein, es ist ganz okay. Aber ach, nee, wenn es dann zu lange dauert, das ist auch schon wieder nichts für mich. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich finde es immer ganz cool, was du auch schon gemacht hast mit diesem Gerät, wo sie du alles absaugen. Ich finde, es sieht interessant aus, weil ich habe so das Gefühl, es sieht auch so aus, als wäre die Haut dann so voll sauber. Wisst ihr, so dieses reinliche Gefühl, das finde ich gar nicht muss so schlecht. Ich habe es selber gemacht, habe ich es noch nicht. Aber das wäre so was, wo ich mir sage, okay, das würde ich vielleicht nur noch machen. Ja. Aber du gibst dir dann auch wieder was, wo man mit Nadel irgendwie gell, so Farb noch reinstechen kann, quasi. So BB-Cream, oder? Wo man dann aber schon so nein. Ja. Ich glaube, der Aladdin ist abhande gekommen. Der Aladdin ist der Schalima, ihre Katze, für die, die jetzt neu dabei sind. Die Schalima hat eine British Shorthair-Katze namens Aladdin und ich habe einen Welsh-Corgi Pembroke namens Harrison. Der kaut hier gerade an seinem Rinderohr und ich glaube, der Aladdin hat sich Ist noch gerade wieder da. von Danne gemacht. Nee, ist noch da. Ist noch da. Ah, okay. Ist noch da. Ja, also ich meine, du gibst doch sowas, wo du die Farb schon, Tör schon du mit nein Ich hast, weiß gell? nämlich, wie das heißt. Ja. Glow, irgendwas. Ja, Bibi Klo. Gell? Ja. Hatte ich aber nicht, kann ich nichts dazu sagen. Nee, kann ich auch nichts dazu sagen. Aber ja. Also sowas gibt es ja eigentlich, mein Gottes Willen, natürlich gibt es noch die klassische Gesichtsbehandlung. Also ich muss sagen, ich war mal in Lautre, in dem Monte Mare, glaube ich, hieß es. Und da kannst du auch so Kosmetikbehandlungen buchen. Und da hatte ich mir mal so Gesichtsausreinigung gebucht. Ich habe gedacht, die brecht mir die Nase, gell? Oh, hat die da rumgetrickt, um die Mitesser. Ich meine, ja, die muss es ja machen, dass es sauber wird, gell? Aber ich habe gedacht, ich sterbe. Weil ich bin ja auch an der Nase operiert. Also jetzt hier keine Schönheits-OP oder so, sondern ich hatte schief wie Nasenscheidewand. Und deswegen bin ich an der Nase halt schon auch empfindlich. Also ich habe echt gedacht, ich sterbe. Aber ich sage mal, so schlecht war es auch nicht. Ne? Also ich meine, angenehm ist es ja schon, wenn die dir auch so schon allein dieses heiße Tuch da drauf legen. Ne? Ja. Finde ich es schon super angenehm. Aber ja, ich weiß nicht. Also ja, ich war schon bei der Kosmetikerin. Aber mir ist es alles ein bisschen, keine Ahnung, ist mir zu viel Zeit. Weißt du, wie ich meine, so. Das ist mir die Ja. Sache halt irgendwie nicht wert. Aber ich habe mir auf jeden Fall auch schon mal Wachse, habe ich mir schon mal lassen. Also die Arme Wachse, das habe ich auch schon bei der Kosmetikerin gemacht. Ich meine, das ist halt schon angenehm, wenn du es nicht selber machen musst, sage ich mal. Ich meine, gut, ich selber mache es mit dem Epilierer. Ich tue doch nichts selber Wachse an der Arm. Ich sage mal, das ist schon, aber das hast du auch schon gemacht, gell? Wachse, Waxing. Gäbe es da eine extra Studio, wo die nur, also ich war bei einer Kosmetikerin, die auch gewachst hat. Also sie hat nicht Nee, ich nur. war im Waxing-Studio. Ah, okay. Ja, okay, das ist bestimmt auch nochmal was anderes, weil die wahrscheinlich nur wächst. Ja, die wachsen nur. Aber wobei ich sagen muss, also die Maria hat mich auch schon ein paar Mal gewachst gehabt, wo die als man noch in Deutschland öfter war oder ich war schon bei ihr in der Schweiz. Also die macht das echt super. Also das war echt. Aber halt ach, die Arme, ne? Ich habe mir jetzt nie die Bäh machen lassen oder. Im Intimbereich, da habe ich jetzt nichts machen lassen, aber die Arme fand ich schon voll okay. Und was ich halt auch ganz gut, ich weiß nicht, also ich persönlich fände es gut, ob das gut ist, weiß ich nicht, weil ich es nicht gemacht habe. Es gibt doch jetzt auch die Studios, wo die lasern, ne, dass die Haare gar nicht mehr kommen, ne? Ja, aber das weiß ich auch nicht. Also, das habe ich halt auch nicht. Aber es gibt doch auch so Klingt Gerät. interessant, aber ja, das habe ich aber auch nicht. Ne, Also, ich auch. keine Ahnung. Also dieses Gerät ist, glaube ich, von. Ich weiß nicht, von was es ist, Es gibt aber schon mehrere Marken ja, Geräte. also ich kenne Annie, die hat das Gerät, wo sie sagt, das wäre das Beste, aber es kostet auch 600 € glaube ich, oder so. Und die meint, es wäre voll gut, aber ich habe jetzt auch näher Nimidodono gefragt. Ich meine, wenn das natürlich so funktioniert, wie es funktionieren soll, ohne Narbe, dann wäre das ja richtig geile Sache, weil ich habe schon mit Haar zu kämpfen, ne? Also. Das wäre halt schon eine coole Sache, weil in so Waxing-Studio habe ich halt Aki Bock, weil dann müsste ich ja auch, sag ich mal, zum Beispiel, wenn ich mir die Bäh wachsen lassen würde, dann müsste ich ja erstmal die Haare wachsen lassen, dass die überhaupt wachsen kann. Und das 14 kann ich nicht. Tage. Oh, das kann ich nicht. Ich rasiere ja fast jeden da mal Haare. Ich kann das nicht. No. Also, da wäre ich dann auch schon wieder raus und ich wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht hier in der Umgebung, wo sowas ist.
Aber rein theoretisch könnte man das ja auch noch machen lassen, ne? So, jetzt sind wir schon beim Wachsen. Jetzt überlege ich, was gibt es noch? Nägel machen, klar. Das kann man auch. Manche machen Ja. ja auch die Füßnägel. Ich meine, machen alle Nagelstudios auch Füße, oder? Nicht alle, glaube ich. Also, es weiß ich nicht. Also, da, wo ich jetzt bin, ja. Okay. Also ich habe ganz früher Kunstnägel gehabt, das ist aber auch schon wieder bald 20 Jahre her. Ja. Damals hat es eine Stunde gedauert, hat die das halt gemacht. Ne? Und ich meine, du warst auch schon nervös, wenn es unter der Lampe war, aber es ging noch, weil wie du sagst, die Frau war sehr gesprächig und dann war das halt angenehm. Da hat man sich halt so in der Haltung gebabbelt, dann war es nicht so langwierig, wische. Also das war schon okay. Die hat damals auch schon mit Gel gearbeitet und dann hat die wie so, also ich hatte keine Tipps, sondern die hat mir die Nägel verlängert, wenn die mo zu kurz waren, mit so wie so einem Fieberding oder so hat die das genannt. Weißt du, hat das wie so drauf geklebt, dann, ich weiß gar Ja, wie nicht. so ein Pinsel, ja. Ja, also das war Stunde, das ging. Aber heutzutage kann ich jo, gefühlt im Supermarkt ist jo auch so Asiate, die das machen. Ne? Bei denen geht es bestimmt schneller, oder? Wie lange brauchst du, wenn du das machen lässt? Dreiviertel Stunden. Ja, das geht. Das Manchmal geht nur halb schon. Stunden, je nachdem. Na, das Wir geht sind noch. schnell. Vor allem, die kennen doch auch voll die Kunstwerke drauf, Mole und so, ne? Weiß ich nicht, also ich habe immer nur Baby Babyboomer. Boomer. Immer Ja, gut, nur ich sage mal Blaumer. so, wenn man weiß, wie lange man braucht, wenn man die Nägel selber macht, dann ist es auf jeden Fall schon mal Zeitersparnis. Weil wenn du es selber machst, dann brauchst du definitiv länger. Also ich habe länger gebraucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe länger Ja, gebraucht. ja, ja. Deswegen lasse ich das ja auch machen. Ne, Also. also für Abmachen und wieder drauf, das war schon länger. Ja, was haben wir noch für Beauty Obsessions? Dann. Ich überlege gerade, was kann man noch machen oder so, schau mal. Dann sind wir schon beim Spritzel, oder? Ja, ich überlege gerade. Ich glaube schon, gell? Ja. Also, da musst du jetzt was sagen, da bin ich jetzt raus. Was man da machen kann. Ja gut, also du kannst ja wirklich alles, also ach Gott, du müsst mir jetzt mal eine Seite aufrufen, was weiß ich, weil so viel, was, du kannst ja wirklich jeden Wunsch gefühlt dir erfüllen. Mit Botox oder Hyaluron. Also, ja. Also Wobei Botox bin ich jetzt nicht so, weiß ich jetzt nicht. Habe ich schon mal überlegt, so ein Baby-Botox zu machen, weil du dann immer noch die Mimik hast, aber die Falten gehen weg. Weil du ja so viel Falte hast, ne? Ja, ich habe schon feste Linien, also Oh. sie sind schon da. Und hier die Zornesfalte ist ganz schlimm bei mir. Und hier würde ich auch so ein bisschen so. Und also nee, du kannst halt auch mit Botox, das ist aber nicht nur da zum Falten kletten, sondern du kannst zum Beispiel auch hier, dass sich das so ein bisschen hebt dann. Dann ist es denn, dann bist du, dann ist es ja nicht mehr so müde, das Auge zum Beispiel. Oder dass die Nasenspitze hochgeht. Wenn die da vorne ein Stück reinspritzen, dann geht es hoch. Oder zum Beispiel, wenn du die Lippen nicht aufspritzen willst, aber willst, dass es so ein bisschen, weißt du, dass es ein bisschen höher kommt. Kann ich hier oben Botox reinmachen und dann schnallt es so hoch. Also jetzt Okay. bei mir ist es jetzt halt blöd, das zu zeigen, weil es eh schon so riesig ist. Aber dann geht dann, die Lippe geht dann so ein bisschen hoch. Also bei dir wäre das dann noch immer nicht ganz natürlich. Also es ist dann nicht so extrem. Genau, also das ist, finde ich ganz cool. Also weil zum Beispiel, dass das so ein bisschen höher ist, fände ich jetzt bei mir auch schöner, aber. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hyaluron und Botox? Der Hyaluron ist ja wie das körpereigene Hyaluron und polstert auf und Botox lähmt. Es Gift. ist, ja, das ist ja Gift, Gift. Schlangengift. Also ich habe eine gesehen. Die hat sich Botox spritzen lassen. Also irgendwie hat die das Problem gehabt, dass die irgendwie do hinne im Kiefer verkrampft, wenn die schläft. Also irgendwie so zammebeißt und keine Ahnung. Und dann hat die sich do Botox-Reispritze gelassen, dass quasi dieser Muskel, Kaumuskel, sich öffnet. Ja, Also. Muskelrelaxer. Also jetzt gar nicht wegen Schönheit, sondern wirklich so, Also ne? Falten kommen ja auch nur durch Anspannung. Ah, okay. Ja, weil es verkrampft oder so, weil es sich so festzieht, weißt du, so. Die Muskeln ziehen sich so zusammen und deswegen kriegst du dann so Falten und so, deswegen.
Deswegen das Nervengift. Ja, also ich muss sagen, wenn das Leute so krass haben, dass die keine Mimik und keine Gestik mehr haben, finde ich es Ja, ehrlich genau, gesagt davor furchtbar. hätte ich halt auch Angst. Aber so ein Baby-Botox, das ist halt wichtig. Du kriegst hier, glaube ich, 2 Punkte und dort 2 Punkte und dort 2 oder so. Also es ist noch relativ natürlich. Da gehen auch nicht alle Falten weg. Und hier oder so vielleicht 1 oder 2 rein. Weil ich will schon noch bewegen. Weil ich bin ja zum Beispiel jemand, ich rede ganz viel mit Mimik und Gestik und das wäre für mich furchtbar. Ist eigentlich so, dass das, wie lange hält so ein Botox? Also muss Ja. man schon noch machen, es hält nicht für immer, Halbes ne? Jahr, Es ein baut Jahr? sich schon ab dann, oder wie? Ja. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich habe kein Botox bis jetzt. Keine Ahnung. Ja, aber Hyaluron baut sich ja eigentlich auch ab, oder? Ja. Das richtet sich nach dem Stoffwechsel. Also je besser der Stoffwechsel, umso schneller baut es quasi ab dann. Ja, außer du hast jetzt halt schon längere Zeit und ein festeres Hyaluron, dann ist es länger drin. Am Anfang baut es schneller ab und je öfter du das dann spritzt, dann gewöhnt sich der Körper, dass es halt da ist dran. Soweit ich das Ah, verstanden okay. Ist ja auch interessant. habe. Dann geht Ja. es halt schnell. Also, ich weiß es nicht. Ich hätte ein bisschen Schiss davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles, was mit Nadeln und Spritze zu tun hat, nee. Da habe ich schon ein bisschen Schiss. Und wie gesagt, also ich hätte halt wirklich voll Angst davor, so dieses, wenn ich dann so ältere Frau sehe, oder ach, nicht Frau, ach Männer, ne, muss man ja auch sagen. Also, die dann so das reifere Semester haben und dann einfach so, die sehen gar nicht mehr aus wie so ein Mensch. Ich weiß auch nicht, das sieht so komisch aus. Also, selbst, ich weiß nicht, ob du mal die neue Staffel geguckt hast von Sex and the City. Du gibst doch jetzt dieses All About Us oder nee, irgendwie, ich weiß nicht, wie das heißt. Ah, das heißt jetzt anders. All, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, es gibt jetzt quasi so eine neue, also es geht ja weiter mit Sex and the City quasi. Und du musst dir mal die Charlotte angucken. Also die ist halt, siehst halt bei der voll krass, dass die gespritzt ist, Botox. weißt du? Also das sieht so steif alles aus, ne? Und dann denke ich mir, boah, das war so hübsch, die Frau, weißt du? Und dann ist die so, weiß nicht. Also das muss ich ehrlich sagen, gefällt mir nicht. Die sind Ja. so eingefroren. Ja, so voll. Also, aber ich glaube schon, dass es wahrscheinlich so ist, wie es mit allem ist, dass man selber das gar nicht so sieht. Dass man selber immer das Gefühl hat, es ist noch zu wenig und man muss noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dass man sich gar nicht mal wahrnimmt, wie man eigentlich aussieht. Wisst ihr so? Ja, auf jeden Also, Fall. ich denke schon, dass es halt so wie mit allem ist halt, ne? Ja, das ist ja dasselbe, sag ich mal, mit der Brustvergrößerung oder OPs, ne? Ich meine, um Gottes Willen, es gibt auch Verkleinerungen, aber es gibt ja auch Leute, die sich halt vergrößern lassen oder straffen lassen oder so, ne? Das ist ja auch so, dass die manchmal gar nicht mehr wahrnehmen, wie groß eigentlich die Brüste schon sind, wisst ihr so. Ja, das stimmt. Wobei, also da habe ich jetzt schon öfter gehört, dass das gar nicht so gut ist, wenn man das macht, dass man da echt richtige Gesundheitsrisiken haben kann, also wirklich auch bis hin zur Krebsbildung, habe ich jetzt gehört von deiner Eilage da, aber es gibt ja verschiedene, gell? Es gibt Silikon. Was gibt es noch? Oder du machst mit Hyaluron. Ach, sind es aber Akisse oder wird dann einfach nur das gespritzt? Also okay, es wird einfach Und gespritzt. spritzt. Aber das baut sich dann ab wahrscheinlich, ne? Ja. Muss halt dann zwischen 8 und 10 Jahren dann nochmal machen. Aber gut, also Und da von. kann auch sein, dass du das Implantat tauschen musst. Ja, Da na klar. kommt aufs Gleiche ungefähr raus. Und preislich? Gleich teuer. Ja. Oder sogar, also Hyaluron ist sogar teurer. Ah ja, du Ah, hast keine okay. Nebenwirkungen. Du bist direkt wieder, also du bist du, das dauert Stunden. Ach krass, okay. Und dann, aber du kriegst schon nur so einen Latz, glaube ich, vor dich geschnallt und dann spritzen die das so rein, formen das, dann kannst du wieder raus, bist fertig. Ah, okay. Also es ist halt viel einfacher und es ist halt überhaupt nicht schädlich. Also, weil Hyaluron ist ja Körper, hat ja der Körper auch selber. Ja. Okay, also das, was ich jetzt so gehört habe über Nebenwirkungen von Brustimplantate, fand ich Ja. schon krass. Hätte ich jetzt auch so gar nicht gedacht, dass es so krasse Nebenwirkungen gibt, also bis hin wirklich auch zu Schlafstörungen, Kopfschmerzen und weiß ich nicht, was du alles gehört hab. Also das ist schon heftig. Aber das mit dem Hyaluron, Brustvergrößerung ist noch nicht so weit verbreitet bei uns, weil du kannst also den Po zum Beispiel ein bisschen größer machen oder so, aber Ah. das ist noch nicht so weit verbreitet hier.
In Deutschland. Es gibt ja Leute, die lassen sich ein Sixpack setzen, ne? Implantieren, ja, aber das gibt es ja schon lange. Krass. Also ich weiß Vor zehn nicht. Jahren oder so habe ich da schon mal so einen gesehen, der hat sich zum männlichen Can gemacht. Also zum lebendischen Can, so rum Aber ist wenn es. ich mir jetzt, also ich meine ganz ehrlich, wenn ich mein Sixpack setze los, dann muss ich ja schon dünn sein. Weil sonst macht Ja, es der keinen war auch dünn, Sinn, der war so ein ne? richtiger Lauch und hat sich dann einmal komplett, also er hat halt super, super viel Geld investiert, der hat einfach alles, was du an ihm siehst, ist gemacht. Also. Das ist schon krank. Der sieht auch wirklich aus wie so ein Can. Boah. Es war halt Ich sein meine, Ziel, dass er um aussieht Gottes Wille, wie ein ne? Also jeder muss sich selber wissen, was für ihn schön ist und jeder muss sich mit sich selber wohlfühlen, ne? Um Gottes Wille. Aber ich sage mal so, ich bin halt so ein Schisser, alles was OPs angeht, was nicht sein muss. Nee, muss nicht sein. Und ich habe halt immer so, ich weiß auch nicht, ich denke immer. Also, ach, bei einer gesundheitlichen OP. Ich meine, natürlich muss man die machen. Ne? Also, wie gesagt, meine Nase, ich muss das machen, weil ich keine Luft kriege. Wobei ich sagen muss, ich kriege immer noch keine Luft. Das hat eigentlich nichts gebracht. Aber Ziel war jo, dass ich besser Luft kriege. Ne? Also, es war gesundheitlich gesehen. Also, klar muss das gemacht werden, was Gesundheit oder wenn du Kreuzbandriss hast, musst du es machen. Aber ich denke halt immer, wenn du was machst, das wird nie wieder so wie vorher. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn eine Schüssel einen Sprung hat, klar kannst du die Klebe und alles, ja. Und es hält dann auch. Aber es ist halt nie mehr so wie vorher. Und das wäre halt so das, wo ich halt Schiss davor hätte, wenn ich auch so einen Eingriff mache los, ja. Dass ich, sag ich mal, jetzt denke, weiß ich nicht, ich fühle mich nicht wohl, ich will das so und so haben. Aber am Ende hätte ich dann Angst, es wäre dann schlimmer. Weißt du so? Weiß es nicht. Ja, zum Beispiel mit dem, es gibt ja auch das Fettabsauge. Ich weiß nicht, Ja. ob das jetzt ob das stimmt oder nicht, aber ich habe gehört, wenn man sich Fett absaugen lässt, kommt an der Stelle kein Fett mehr, aber nur dafür woanders da. Aber ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Doch, das habe ich auch schon mitgekriegt. Gell? Dass wenn Ja. Fettpolster do irgendwo beseitigt werden, dann, wenn du zunimmst, nimmst du dann do nicht mehr zu, aber halt woanders. Ja. Aber ob das dann so schä ist, weiß ich auch nicht. Aber ich meine, um Gottes Wille, will ich jetzt gar nichts dagegen sagen, wenn man sich einfach unwohl fühlt. Ne? Ich meine, jeder hat so Ja. seine Sache. Dann finde ich es schon okay, wenn man das macht, ne? Also ich meine, zum Beispiel, weiß ich nicht. Ja, also ich würde mir so Sache immer gut überlege, ob das sein muss. Aber wenn man sich mit was unwohl fühlt und das ist wirklich so schon lange so, dann kann ich es schon verstehen. Wenn zum Beispiel einer sagt, er hat halt keine Brust und er hätte halt einfach gerne große Brust, kann ich schon nachvollziehen, warum die Leute es machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, verstehe ich gar nicht, ne? Ich meine, klar. Wenn es vielleicht nicht unbedingt sein müsste, weil jemand eine Brust hat, dann ist es für mich mit jemand als jemand, der viel Brust hat, ist es natürlich nicht verständlich. Ich würde eher verstehe Verkleinerung, wische, aber letzten Endes kann ich es schon nachvollziehen, warum Leute es machen, um sich wohlzufühlen. Ich finde es halt nur schlimm oder traurig auch, wenn Leute zu viel, also man, also wenn Leute viel machen, hat es ja oft was damit zu tun, dass sie sich selber nicht schäfen, weil sonst würden sie es ja nicht machen, die ganze Sache. Und das ist halt schon irgendwo, finde ich, traurig, ne? Wenn man halt Also so. zum Beispiel, ich finde ja, also ich hätte halt auch gern zum Beispiel ein bisschen eine größere Brust, aber ich bin froh, dass ich es noch nicht gemacht habe, weil ich hätte sie mit 18 machen können. Ja. Habe ich aber ja nicht, also ich habe es nie gemacht, weil ich Angst hatte, mich in Narkose legen zu lassen. Ja. Mal abgesehen vom Geld, also ich meine so 3.500 bis 5.000 € habe ich schnell irgendwie mal ein bisschen zusammengespart oder so. Und als ich da noch vom Beruf Tochter war, sag ich mal, hätte ich das locker schnell zusammen gehabt. Aber ich habe es nie gemacht, weil ich einfach Angst hatte in diese Narkose. Jetzt aber mit dem Hyaluron. Hyaluron, weil es wird ja nur hier örtlich betäubt. Das ist ja nichts. Also Ja, das stimmt. das ist halt voll gut. Ist auch immer so ein Risiko, weil ich man muss auch mal ehrlich Nee. sagen, jede Narkose ist ein Risiko, ne? Also. Wenn es überhaupt mit Narko, wenn es überhaupt örtlich, wenn nicht, ich manchmal, vielleicht kann das sein, dass es wie bei der Lippe ist, dass du da nur so Salb drauf kriegst, weißt du, so Betäubungssalbe. Ah ja, Ja, weil, also weil an der Lippe kriegst du ja auch nur Betäubungssalbe oder im Gesicht oder so, wenn die du was machen, kriegst du ja auch nur Betäubungssalbe. Also deswegen, also gut, ich mache das immer ohne Salb, aber oder hab's früher immer, ich war jetzt auch schon. Oh, du bist so krass, 4 Jahre ey. nicht mehr. Ohne Salbe, ohne alles. Ja, also die hat auch zu mir gesagt, es ist besser, weil
durch das, dass das betäubt ist, ich weiß gar nicht, wieso das ist. Für sie, fürs Spritze ist das ein Unterschied. Wie wenn ich jetzt nicht betäubt bin. Und deswegen geht es eh nur der erste Pieks, der weh tut, weil dann ist schon Lidocain oder wie das heißt, ist schon mit enthalten. Das ist nur ein Peak, wo weh tut, der erste. Oh nee, schau mal, ich hätte voll Schiss. Ich hätte dann Schiss, ich So zuck auch dünn weg die oder Spritze. so. Nee, die ist so dünn, die Spritze. Nee. Also es ist ach so das Ding mit dem Tätowieren, ne? Also wenn ich das als sehe, ne? Boah, nee, das kann ich auch nicht. Da hätte ich auch Angst, dass es weh tut. Nee, bin ich Aber auch nicht. mit dem Tätowieren ist es dasselbe. Ich habe immer so das Gefühl, wenn die Leute anfangen, sich zu tätowieren, hören die nicht mehr auf. Also irgendwie, keine Ahnung. Also sie machen dann S-Sach und auf M von M ist es das ganze Bäm, dann ist der ganze Arm und am Schluss der ganze Körper. Also das ist ja ach wie so Sucht einfach, ja. Ist auch eine Geschmackssache. Muss jeder für sich wissen. Es gibt auch wirklich Tattoos, die sehen, also es gibt auch Sachen, die sehen richtig geil aus. Also ich kannte Mo Annie, zu der hat es halt gepasst. Die war halt so Rockabilly-mäßig. Und die hatte dann halt wirklich, ach so Rockabilly-Tattoos, ne? Also dann so die Kirsche und die Schwalbe. Und dann hatte die voll süß hinne an der Wade, owe, eine Schleifsche. Ist wie so zwei Schleifsche hinne an der Wade. Und die hat zum Beispiel auch die Grinsekatze in Lila. Weißt du, die hat auch so bunte Tattoos gehabt. Ne? Also bei der, die hat auch so rote Haare und weißt du, so Petticoat an. So, das hat halt richtig geil ausgesehen, weil es hat halt voll so zu ihr gepasst. Ne? Also bei mir ist so, ich habe ja auch Tattoos, aber also zum Beispiel, ich fand schon immer diese ganz dünnen voll schön. Und ich wollte damals schon das, was ich hier habe, eigentlich als Bleistift so ganz dünn. Und das irgendwie hat er das völlig am Thema vorbei, aber was nicht schlimm ist, es ist jetzt halt so, ist okay. Ich war 18, ich habe mich noch nicht getraut, was zu sagen. Ich wollte einfach das Tattoo haben und dann kann ich froh sein, weil er wollte mir eigentlich erst so einen Ring tätowieren. Ich kann froh sein, dass ich nicht noch so ein Oh Armband habe. Gott, aber Also, wirklich. da habe ich dann gesagt, nee, also das wollte ich jetzt nicht, ne? Ja, aber ich finde diese ganz dünnen voll schön. Ich hätte auch gerne noch sowas an der Hand oder so, aber halt dieses ganz, wo wie Bleistift gezeichnet Ja. ist, fällt mir halt voll gut und ich glaube, das würde auch zum Beispiel jetzt ganz gut passen. Das ist ja so, wenn du dann auf einem Foto bist, fällt es gar nicht so auf. Ja, das stimmt, Also wenn du jetzt stimmt. nicht den kompletten Arm tätowiert hast, noch nur an so manche Stelle, vielleicht so ganz dünne, wie ein Bleistift geschrieben, das siehst du auf einem Bild von Ferne gar nicht, wie so einer, wo jetzt so voll gehackt ist, wirklich so. Ja, also wie gesagt, es gibt, also die hat dann auch so Würfelwäsche, also es war so Ja. richtig, alles hat gepasst und alles Also es gibt da rund. Männer, wenn die so Sleeve do haben oder so über die Brust und so, das ist Ja, dir gefällt ja Höschen sowas. Dropper. Ach nee, also mir gefällt das ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, das ist alles so Geschmackssache. Mein Geschmack ist es einfach nicht. Wie gesagt, es gibt aber Schäne. Es ist nicht so, dass ich es gar nicht schä finde. Also wie gesagt, bei der war das total schä, weil es halt auch so bunt war und so. Aber ich habe irgendwie gehört, dass die keine Farbe mehr stechen dürfen. Stimmt das noch oder ist es schon wieder überholt? Das habe ich auch gehört, aber ich weiß nicht, ich sehe voll oft bunte Tattoos, Ja, ich weiß es also auch auch auf nicht. Insta. Deswegen, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also es war mal so Gerücht. Also wie gesagt, das muss jeder für sich wissen, aber mir persönlich gefällt es ehrlich gesagt nicht und vor allem gefällt es mir nicht, weil es gibt ja manche, die haben den Arm, wie soll ich denn sagen, die haben den ganzen Arm tätowiert, aber du siehst irgendwie noch Haut durch. Weißt du, es ist dann so Muster, du siehst noch Haut, aber es gibt ja welche, die haben ja wirklich wie so Comic. Weißt du, so, man sieht wirklich gar nichts mehr, das ist alles so schwarz und so. Oh nee, also das gefällt mir danach nicht, da bin ich raus. Auch alles, was im Gesicht und Hände und so und ah oh nee, Ganz also schlimm finde ich Hals. oh ja. Also ich find's wirklich, was ich zum Beispiel super attraktiv finde oder wirklich sexy finde, wenn Männer so ein Sleeve haben. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich finde halt Männer im Anzug und Hemd und so super attraktiv. Das gefällt mir halt einfach, keine Ahnung wieso. Und das ist ja dann versteckt, Wäsche. Das ist halt so. Finde ich so sexy, weil du siehst es ja manchmal, wenn du es, also wenn er jetzt zum Beispiel Freizeitsache ist, siehst es jo, aber geschäftlich siehst du da nicht zum Beispiel. Das finde ich halt voll attraktiv. So Okay. gefällt mir das dann auch wieder so. Aber Nee. was ich auch furchtbar finde, so bäh zu. Also so ein Sleeve finde ich super, aber alles andere. Also ich persönlich finde halt gut, wenn eine Tätowier also wenn Tätowierungen Bedeutungen haben, dann finde ich es schon wieder.
gut irgendwie, weil, weißt du, wenn jemand sich so die Meilensteine oder so tätowiere lässt oder keine Ahnung was, das finde ich dann schon wieder gut. Aber es gibt ja auch viele, die gehen dann einfach und sagen, ich will jetzt das, ich will jetzt dies, weißt du, so, wo dann vorne und hinten irgendwie nicht passt. Gefällt mir persönlich nicht, aber ich meine, das muss ja auch jeder für sich wissen, ob ihm das gefällt oder nicht. Aber ich persönlich an mir hätte halt Angst, dass es mir irgendwann nicht mehr gefällt, weil ich habe hier vor kurzem die, auf gut Deutsch gesagt, Biotätowierung. Das ist ja furchtbar, das sieht ja aus wie aus dem Kindergarten gemalt, ja. Die Hälfte ist so, die andere Hälfte ist weg. Also man hat mir damals erzählt, dass es nur zwei Hautschichten tief gestochen wird und nach 2 Jahren weg ist. Aber die Frau, wo das gemacht hat, die hat es wahrscheinlich nicht so gekonnt. Ich weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall tiefer gestochen. Also ist die Hälfte vom Tattoo do und die andere Hälfte ist weg. Von sich aus. Also manches hat die auch tiefer gestochen. Das siehst du dann tiefer, die Linie. Manches nicht so. Ich habe das schon einmal lasern gelassen, aber es ist halt immer noch do. Ich müsste eigentlich noch mal lasern lassen. Aber Leute, ich kann euch sagen, lasern tut sau weh. Hätte ich nicht gedacht. Und es stinkt auch so richtig, diese verbrannte Haut. Und es sind echt nur kleine Tätowierungen, die ich habe. Also, ich habe schon manch einer sagen hören, dass Lasern mehr wehtut wie Tätowiere. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich mich halt nicht tätowiert habe. Aber, also, ich müsste mal Aber das lasern, habe es nicht Bio-Tattoo gemacht. ist doch gestochen. Ja, aber es war nicht, also es war nichtsdestotrotz nicht so tief gestochen. Zum Teil hat es zwar tief gestochen, aber ja, es hat nicht so, ich muss sagen, es hat gar nicht wehgetan eigentlich. Ich meine, gut, es sagt hin auf der Schulter, da hast du halt auch eine dickere Haut wahrscheinlich, ne? Kommt auch nochmal drauf an. Ich kann es jetzt sagen, aber auf jeden Fall, das ist schon allein nervig. Und ich habe aber jahrelang überlegt, ob ich mir was drüber stechen lasse. Also irgendwas, was für mich eine Bedeutung hat. Aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie bin ich noch nie auf einen Konsens gekommen, was du für mich jetzt eine Bedeutung hat, dass ich so können stechen lasse. Und an der Hochzeit zum Beispiel habe ich mir von der Aki, die hat mal Glitzer-Tattoo drüber gemacht. Bin ich so gemalt, die hat mir so, weil bei mir war ja das Motto so Tiffany Blue und Frangipani Blume und die hat mir dann halt eine Türkis-Nie Frangipani Blume da hinten drauf gemacht, dass es nicht so ganz aufgefallen ist. Das war dann ganz okay, aber ja, also ich finde es schon besser an Stelle, wo man es dann halt, wenn man es heute auch verdecken kann, weil ich finde es halt nicht immer passend, ich weiß nicht. Ja, gut, ich tue mit meinen Finger-Tattoos, aber ich finde es so geil, wie ich Das ist es ja was so. anderes, weil wenn das der Wien Ring ist, dann ist es ja, oder keine Ahnung, so. Ganz winzig, ja, das wäre dann zum Beispiel so ein Mond und ein Auge oder so, wie ich es sowas mag ich halt, so kleine Sache, du. Ja, gut, das ist ja dann wieder was Vielleicht anderes, noch so ein okay. bisschen hier runter, wie ich es so, ein bisschen wie bei Henna. Ah, ja, Aber nicht so dick, noch, das ist ja dann noch dünner. Weil Ja. mit dem Henna-Typisch ist das ja dicker, wirklich, weil das läuft ja wie aus. Hast du dir mal Henna machen lassen? Gar nicht. Aber stimmt, es ist ja auch noch sowas, was man machen kann, Henna. Also ich kenne welche, die Monde so richtige Kunstwerke, ne? Also wirklich total filigran. Also es sieht wirklich auch total schön aus. Aber Es war Amus und Hype, ja. ja, aber nee, wäre jetzt auch nicht so. Ah, ich weiß es nicht. Ich hätte halt einfach Angst, wenn ich mich tätowieren lasse, dass es mir irgendwann nicht gefällt und ich es dann aber halt hab, ne? Und ich meine, es ist halt so, der Körper Also ich verändert sich vergesse es ja auch. manchmal, dass ich überhaupt Ja. welche habe. Ja. Also letztens wurde ich mal drauf angesprochen, weil jemand mich gefragt hat, ob ich einen Tätowierer kenne. Und dann habe ich gesagt, hä? Wieso es vorher soll ich wissen, welche wegen Ja. Tätowierer? Und dann habe ich gesagt, hä, wieso? Und dann kam so, ah ja, hä, du bist doch tätowiert. Und dann ist mir aufgefallen, so, ah ja, stimmt. Aber ich dachte jetzt, es fällt nicht so auf, aber gut. Ja. Anscheinend. Also ehrlich gesagt, wenn, also ja, ich weiß, du hast einen Elefanten, du hast das, aber wenn mich so jemand direkt fragen würde, würde ich auch sagen, hä, nee. Bist du so? Weiß auch nicht. Aber das ist halt, weil es für uns schon normal ist, genauso wenn mich einer mit der Und Lippe weil ich halt fragt, auch sag. kleine Sache habe, das Ja. übersehe ich dann mit der Zeit. Du, aber ehrlich gesagt, auch bei Leuten, wo viel Tätowierungen haben, ist es für mich schon so normal, weil wenn ich die Leute nur so kenne, weißt du, dann muss ich auch im ersten Moment mal überlegen, hat er jetzt eine Tätowierung oder nicht, weißt du, so, weil wenn du es halt gewohnt bist, oder wie du sagst, es ist ja bei vielen auch verdeckt, wie will ich es eigentlich wissen, weil wenn Leute immer Langarme haben, siehst du ja auch nicht wirklich, weißt du? Ja, so ein Banger oder sowas zum Beispiel. Ja. Also von daher, Das meine ja. ich mit attraktiv. Ich sag mal so, heutzutage ist es ja auch nicht mehr so verpönt wie früher, ne? Ich sag mal so, Ja. vielleicht noch so 10, 20 Jahre zurück.
Du konntest jetzt bei der Polizei nicht auf voll die Tätowierung haben oder auf der Bank, wie du sagst. Ne? Heutzutage ist es wahrscheinlich schon egal. Du kannst du das haben, Ja. weißt du? Also durfst du ja auch keine bunte Haare in dem Sinne haben oder so Geschichte, ne? Wenn du heute kannst du auch bunte Haare haben wahrscheinlich. Also ja, vielleicht jetzt nicht so Regenbogenfarbe, aber wenn du jetzt, sag ich mal, nur so, so wie du rote Haare gehabt hättest, das wird vielleicht auch gehen, warum nicht? Weißt du so? Ja. Ja, ich weiß es nicht, aber im Moment hat die Bank ja eh Probleme, Mitarbeiter zu finden. Von daher wären die vielleicht ganz froh, egal Ja, wie. ich glaube, aktuell ist es egal, also. Ja, würde ich auch sagen. Aber kann ich noch erinnere, fällt mir gerade ein, wo man so zeitlang voll in war, dass man farbige Kontaktlinse auch hat? Hat ja einmal blaue drin. Ja, also ich hatte Kenny, aber es gab eine Zeit, da haben wirklich die Optiker farbige Kontaktlinse verkauft und ich glaube, gefühlt hat fast jeder das gehabt. Also du hast gar nicht mehr gewusst, wer Die was für Augen gehabt hat. Tageslinse. Ja, genau. Ja. Ist mir gerade auch noch so eingefallen. Das war nämlich Ammo zeitlang voll trendy. Ich meine, gut, viele haben ja auch wirklich Brille auch mit Fensterglas, ne? Weil einfach so als Ja. Accessoire gibt es ja auch, ne? Aber verrückt, also aber wenn man jetzt mal so überlegen, ne, wie viel, also jetzt mal angenommen, wenn ich wirklich alles machen wollte, ich meine, klar, es ist eine finanzielle Frage auch, wenn ich all jede Beauty-Behandlung mitnehmen will, die es gibt, ne? Und mir waren ja nette Modo dabei, dass man sich vielleicht einmal massieren lässt, ne? Oder ins Solarium, haben wir auch vergessen, ne? Solarium. Stimmt, ja. Ach, das kannst du ja nicht mehr leisten, das ist ja so da, ja. Solarium? Ja, du bezahlst für eine halbe Stunde 20 Euro. Was? Das Wirklich? langt nicht, oder für 25 Minuten schon 20 Euro oder so, das ist arschteuer. Aber du musst schon, also ich weiß nicht, wie, also wie ich früher, oder wenn man anfängt mit Solarium, muss man ja die erste 10 Mal alle 2 da gehen. Ja. Oder alle 3 da. Ja, bis Ja. du mal Farb kommt überhaupt, ja, also gerade bei uns weiße du, so wie ich, so käsig. Also, wie soll das, das wäre ja dann in 10, also das sind ja dann im Monat 200 Euro. Das ist so teuer geworden. Ah, ja klar, wegen der Strompreise. Logisch, das kostet ja voll viel Strom. Boah, krass. Überhaupt langt, wenn es überhaupt langt, also ich war jetzt schon lange nicht mehr. Die können ja fast zumachen. Wer will denn das noch bezahlen? Ja. Ich musste Ja. aufpassen, weil ich gerade Ja. wach Aber was geworden. bei Alternative, es gibt doch diese Bräunungsdusche, gell? Hast du das mal ausprobiert? So gibt es so gell, so Kabine, wo man reingeht und kriegt dann wie so Bräunungscreme aufgesprüht, ne? Ja, also ich weiß nicht, ich habe, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht, keine Ahnung. Ja, Aber ich das. denke, ja, ich habe auch noch nie Trinkstand, ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber das wäre Alternative, ne? Das Ja, könnte aber man. das halt immer so, ob das dann stinkt und so. Ja, das st ja, stimmt, das stinkt, gell, so Bräunungscreme. Meistens, ja. Ja, okay, aber wenn du noch ins Solarium gehen wolltest, weil du halt braun sein willst, und wie gesagt, dann haben wir nicht immer davon geredet, dass man vielleicht mal noch zu einer Massage geht, so wellnessmäßig, oder vielleicht einfach nur in die Sauna oder so, ne, so. Ja. Dann bräuchte man schon extrem nicht nur viel Geld, weil ich meine, klar, also wenn ich jetzt so mal, ich überschlage jetzt einfach mal so im Kopf, was wir jetzt alles genannt haben, dann bist du immer locker. Also mindestens, ich meine, gut, du musst ja nicht alles jeden Monat machen. Wie gesagt, du gehst ja alle 8 Wochen zum Beispiel zum Friseur, ne? Aber durchschnittlich könnte man schon mindestens 500 € im Monat rechnen, ne? Also rein Ja. finanziell Wenn eine Frau gesehen. jetzt alles macht, alles. Ja. Oder sagen wir mal, nur die geht, also du kannst dir den Friseur auf, also die 200, 300 € kannst du aufteilen auf 150 im Monat oder so. Aber wenn sie jetzt alles macht, also dass sie zum Friseur geht, Nägel machen lässt, vielleicht die Fies gleich noch mitmachen lässt oder so, jetzt Wimpern. zumindest im Sommer, ja, Ja. jetzt wo es warm wird. Und die Wimpern vielleicht noch dazu, weil sie sich im Sommer nicht so schminken lassen will. Du ist die locker bei 500 € im Monat mit bisschen jetzt noch ins Solarium gehen. Krass, ne? Ja, aber wenn du jetzt mal rechnest, okay, das Ende Alle sind fertig ja Sinne. noch ein Beauty-Treatment, du, so einmal durchschnorcheln. Ja. Ah ja, da bist du dann bei 5, ja, also musst mindestens 500 € jeden Monat, musst du das rechnen, weil, wie du sagst, dann ist zwar das eine Mal nett, aber da musst du ja dafür was anderes machen. Aber was ich jetzt noch Einfach. viel krasser an der Sache finde, das Geld ist ja das Ende, aber die Zeit.
Also wie willst du eigentlich die Zeit finden, das alles zu machen? Wieso? Ah ja, Shalima Gummo. Jetzt, okay, gut, du gehst nur alle 8 Wochen zum Friseur und dann sitzt du aber 4, 5 Stunden schon. Da ist ja eigentlich, also an dem Tag kannst du nämlich viel andere Behandlungen, sag ich mal, machen, oder? Wieso, wenn ich gehe morgen um 9:30 Uhr, los halt bis, von mir aus halt 10 bis 14 Uhr, dann kann ich schon noch fies so und Näschel machen gehen zum Beispiel. Und ich könnte noch eine Stunde, ich könnte noch eine halbe Stunde Solarium gehen. Also ich hätte mein Das Frieden stimmt. voll. Also. Ja, aber wenn du dann noch die Wimpern machst und machst noch do das Browli und lässt dich noch wachsen. Ja gut, aber nicht je, also ich glaube nicht, dass je die, dann wird es hier noch teurer. Dann sind wir Ja. aber nicht bei 500 Euro. Noch Weil es halt, mehr, gell? ja, weil das geht gar nicht. Und ich, also ich kenne auch Kenny, die normal verdient, die jetzt alles hat. Also die meiste Frau hat dann Haare und Nägel oder so und vielleicht Augebrauen, Wimpern oder sowas noch gemacht. Aber jetzt alles, alles, alles. Plus Botox, plus das, also das ist ja selten. Das ist dann Annie, wo der Mann schaffe geht und ihr sie vielleicht aber das Geld für sich. Also, wenn ich jetzt mein Geld jeden Monat für mich behalte, die kann ich das auch alles machen. Ja, aber ich meine jetzt mal zeitlich gesehen, scheinbar, guck mal, du kommst manchmal erst um 7 von der Arbeit heim. Ja, gut, aber das machst du dann am Samstag. So wie ich Aber, jetzt moje. Ja, ah jo, aber wenn du alles machen würdest, ach, mit aber das sind Wachse. nur alle 4 Wochen. Das ist ja ein Samstag im Monat. Was Aber heißt Wachse. wachse? Ja, aber wenn Annie wachst, geht sie vielleicht nicht zum Friseur den Monat. Weil das, also wachse, wenn du dich komplett wachsen lässt, bist du ja bei 200 Euro. Von Kopf bis Fuß. Mit Muschi, mit Arsch, mit was weiß ich. Ah ja. Wirklich? Ja, ich denke schon. Also, wenn ja allein die Bär schon 50 Euro Ah kosten. ja, hast recht, ja. Also, das Aber weh. wenn du jetzt mal sagst, angenommen, Geld spielt keine Rolle. Also ich sage mal so, sag mal, du hast jetzt, Geld spielt keine Rolle, weil von mir aus, was weiß ich, hast du was weiß ich für einen Job. Aber jetzt rein von der Zeit her gesehen, denke ich, ist es doch schon kritisch. Ich meine, weil so Frage geht ja dann definitiv wahrscheinlich auch noch jeden zweiten da oder jeden da ins Fitnessstudio, wische, weißt du, weil. Willst du danach wahrscheinlich so körperlich fit bleiben? Also ich gehe auch nicht. Ja, aber du, Schalima, wische. Ist halt nichts dafür. Nee, du ich weiß auch nicht, du siehst einfach von Natur aus gut aus. Vor allem, ja, du hast ja Nee. die ganze Zeit getanzt. Also Ja, weg keine schießen Ahnung. Also meine da bin ich die falsch. Ich habe halt nicht so viele Sachen, deswegen kann ich darüber nicht erzählen. Ja, das stimmt. Ja, ich hier sowieso nicht. Ich habe hier noch weniger Sache. Aber ich denke mir halt, ich persönlich, wenn ich jetzt davon ausgehe, von der Arbeitszeit, die du hast, also okay, klar, wenn du vielleicht, ja, selbst wenn du 8 Stunden am Tag schaffst, hast du hier noch einen Haushalt, du hast vielleicht noch Kinder, hast eine Familie und dann sollst du das alles noch machen, finde ich es halt allein schon zeitlich krass, wie man das alles machen soll, weißt du? Weil ich sage mal so, klar, wenn du jetzt Single bist und hockst den kompletten Samstag von mir aus, von morgens bis oben zieh, okay. Aber selbst wenn du schon einen Partner hast und schaffst unter der Woche viel, ja, dann kannst du ja auch nicht jeden Samstag sagen, ich gehe jetzt Motto Ja doch, weil Treatment, die wollen weißt ja, dass du so aussiehst, also. du? Ja, okay. Oder mitunter. Also ich mache das jetzt nicht für meinen Partner, aber die wollen ja, dass ich so aussehe. Also wenn ich schon einen Partner habe, der sieht ja dann, wie ich jetzt aussehe und er will ja dann, dass ich so bleibe. Also er will ja nicht, dass es dann tiefer geht. Wenn, dann soll es ja higher abgehen. Also wisch und dann, ja, dann Pech. Also. Pff. Ah ja, nee, aber das kannst du ja vergleichen, Ja. wenn die jetzt saufen gehen oder ins Fitnessstudio jeden Tag gehen oder Fußball spielen, das ist Ja, so das stimmt. Schwachsinn. Also das ist hier Quatsch. Ja, das stimmt. Ja, gut, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn Und du dann dazu. sind es aber meistens so tu schnell das, wo alles hin, also die gehen ja nicht. Also ich kenne ja niemanden, der alles hat. Also ich kenne Nee, niemanden. ich kenne auch niemand. Also Also doch, vielleicht deswegen. so Influencer-Stars, ja. Ja gut, aber die, also was heißt, die schaffen ja nichts. Das ist jetzt falsch gesagt, aber die hocken ja dann, also selbst wenn sie im Kosmetikstudio sind, lassen sie halt der Hände das Selfie-Stick dabei und filmen sich halt dabei ab. Das ist halt ihr Job. Ja, das stimmt. Also, ja. Deswegen. Ja, das stimmt. Ja, weil ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du in Anführungszeichen normale Job hast, dann müsstest du ja so viel verdienen, dass du dir das leichte Kern und sagen wir mal 2.000 € für Beauty raus, in Anführungszeichen rausschmeißen könntest. Vielleicht, wenn du noch von Spritze rettest, dann noch mehr.
Dann aber wiederum, wenn du so viel Geld verdienst, dann musst du ja meistens auch 12, 14, 15 Stunden am Tag schaffen, weißt du? Dann hast du ja gar nicht die Zeit, das alles zu machen, sag ich mal, ne? Na, es kommt drauf an, oder? Ja, ich sage ja, kommt drauf, wenn du normale, in Anführungszeichen, Job hast, sag ich mal, ne? Wenn du jetzt in der Managementfunktion bist oder im Vorstand Wahrscheinlich oder schon keine mehr. Ahnung. Wie meinst du? Mehr Stunde, hast Mensch. Ja, du hast mehr ja. Geld, klar, aber du hast halt auch super viele Stunden und wenn du halt 6 Tage die Woche Ja, gut, aber schaffst. es kommt dir drauf an, was du machst. Nee, ich Kannst meine, du dann oben nur holen. ja, nee, ich meine, wenn du alles machen wolle würdest, würde es zeitlich gar nicht gehen, selbst wenn du das Geld hättest. Das wollte ich damit sagen. So gesehen. Also ich weiß halt, wenn du doch das unbedingt willst und ich gehe jetzt heute oben, was weiß ich, also dann gehe ich noch eine halbe Stunde ins Solarium. Also wenn ich braun sein will, dann gehe ich. Ob ich Ja. dann jetzt, also das geht schon, wisch, und dann hockst du dich halt am Samstag. Also ich denke schon, weil ich meine so top, also gut, ich habe jetzt noch keine Führungskraft gesehen, wo ich gedacht habe, wow, du siehst geil, also du siehst geil aus. Ja, das liegt Wenn halt dann auch zwar dran Geld, aber die, wahrscheinlich. ja, nee, aber ich, gut, ich bin vielleicht auch in der falschen Branche, wisch, also ich denke, es kommt immer Ja, auf die okay. Branche, aber wenn jetzt so Vorstandsdame du stehst, die sieht halt auch top gepflegt aus, also und die haben schon Zeit. Die nehmen sich einfach die Zeit, also. Ich habe noch, stimmt, Ja. ich habe Annie, die könnte ich vergleichen. Na gut, aber die macht, nee, die macht nicht so viel Zeugs. Aber die macht schon so sehr viel für sich. Also, das macht die dann einfach. Die hockt sich dann jeden Samstag oder so, geht und einmal unter der Woche nimmt die sich einen Tag frei, wo die sich für sich nimmt. Ja, ich weiß nicht. Also. Also die geht einmal unter der Woche ins Fitnessstudio mit Wellness und so und einmal am Wochenende und so, ihr Beauty-Sache macht sie ja auch so ein bisschen. Also Und Friseur. ich gehe jetzt mal einfach davon aus, wenn ich jetzt von mir früher ausgehe, was ich für Stunde geschafft habe. Und ich bin hier zum Teil erst um 9 raus. Also ich hätte keine, wirklich nicht. Nägel, also klar, mein freier Tag. Samstag habe ich ja auch geschafft. Sonntags haben die Ja, Leute und du musst zu. halt bedenken, wenn du halt jetzt nicht fahre dich 5 Stunden in die eine Richtung und 5 Stunden wieder hier, Ja. sondern dich jetzt 5 Stunden beim Friseur hocke, hättest du auch die Haare gemacht. Ja, aber das Problem ist, wäre Also auch nicht so gegangen. gefärbt und was weiß ich. Rein theoretisch wäre es an dem Tag auch nicht gegangen, weil ich habe hier meistens, also 8 Uhr war hier schon Nee, weil ja, du spät. bist hier oben heimgefahren. Ja, aber es geht ja nicht darum. Jeder hat hier also in seiner Arbeitswoche 2 Tage frei, oder? Oder meistens. Meistens, ja. Manchmal gibt es auch 6 Tage, wo man Ja. schafft. Aber eigentlich solltest du hast auf jeden Fall im Monat, aber das gibt es doch gar nicht. Du musst doch mindestens 8 Tage im Monat frei haben. Kannst jetzt nicht Ja, nur fünf. also meistens, wenn jetzt kein Feiertag ist oder so, ich meine, klar, dann mussten wir das halt nur also aufschreiben halt, verstehst du? Ja, okay, aber normalerweise hast du da 8 Tage im Monat frei, so. Ja, und dann machst du das doch dann. Also, egal ob jetzt, also ich sag mal so, die sage ich jetzt mal, die dann, so wie du jetzt im Handel oder wie ich früher bei McDonald's, mir hätte es sogar noch besser, weil wir haben ja unter der Woche da frei, weil ein anderer hat nur das Samstag. Okay, der Handel hat dann Sonntag und einen Mittwoch vielleicht oder Sonntag und einen Ja. Montag, je nachdem. Die haben ja dann 2 da, also ein da, wo es auf jeden Fall. Wische so, ach, fortgehen kennen, das ist ja dann wie wenn einer einen Samstag frei hat. Aber dann, zum Beispiel, ich habe sehr schwer, samstags einen Termin zu kriegen. Das ist Also eine ich muss dir Seltenheit. ehrlich sagen, ich hab's, also ich habe jo auf jeden Also Fall bei bin ich. Maggis hab ich besser die Termine gekriegt, weil ich dann Montag, Dienstag oder Mittwoch frei hat Ja noch. gut, ich sage mal so, das hat natürlich was damit zu tun, ob du halt weg von daheim bist, ja. Aber das Ja. Ding ist, ich habe ja halt morgens schon zum Teil um 6 Uhr angefangen und bin ja aber obends dann vielleicht trotzdem erst zum Teil um 8 Uhr, um 7 Uhr oder so raus. Also es das heißt, für mich fiel ja so allein auch schon ein Arzttermin flach. Also weißt du, so Termine war für mich super schwer. Klar, am freien Tag, das geht schon. Aber oftmals ist es ja Ja, so, du du hast dann musst. keine Lust, aber weil es dir wahrscheinlich nicht wichtig genug ist. Aber jetzt zum Beispiel ich gehe dann schon, weil ich bin ja so Beauty-addicted. Wie Menschen. Nee, aber nee, bei Ah mir ja, war so es. Friseur, weil du gehst jetzt zum Beispiel eh nicht so gern zum Friseur. Also ist es dir jetzt egal, Ja. ob du jetzt so hier gehst, wisch es Nee, so. aber das Problem war allein schon das, ich konnte jo zum Teil nicht 4 Wochen im Voraus planen, verstehst du? Also wenn ich einen Termin machen wollte. Gut, aber dann bist du ja Ausnahme, weil dann kann man ja von dir nicht jetzt, sag ich mal, auf alle Nee. andere Frauen, weißt du, weil du bist ja dann ein Sonderling. Aber ich wollte jetzt auch von mir retten und von deiner Frau in meinem Beruf. Also für die war es Ja. halt schwer, weil. Ja. Geht einfach nicht. Weil, okay, klar, du hättest können sagen, mittags, ich gehe jetzt mal mittags, mache ich mal 2 Stunden Pause oder so, das wäre schon gegangen und du mache ich mal das und dies. War jetzt für mich halt nicht möglich, zum Arzt zu gehen, weil ich dort keinen Arzt gehabt habe, ne? Aber ich sage mal so, für mich war es halt schwer, obwohl ich ja wirklich viel vorgeplant habe.
Ich bin hier zum Beispiel zur Massage gegangen. Das habe ich schon gemacht, alle 2 Wochen, alle 4 Wochen. Aber selbst das war zum Teil schwierig, weil wenn dann ein freier Tag geschoben werden muss, hat die Freio auch ihr Termine gehabt, wische. Ja, Und ich meine, klar. klar, zum Friseur würde ich es auch schaffen zu gehen, um Gottes Willen. Ich würde es auch schaffen, meine Nägel zwischendrin zu machen. Aber ich habe jetzt wirklich gemeint, wenn ich jetzt wirklich sage würde, rein finanziell, wäre es vielleicht nicht das Thema gewesen, zu sagen, Genau. ich mache noch Wimpern, ich mache dies, ich mache, keine Ahnung, Spritze und sowas. Aber wenn du so ein relativ, sag ich mal, oder wenn du jetzt Anwältin bist oder ich weiß nicht was, dann halt zu sagen, du kriegst es zeitlich immer so hier mit, wie gesagt, hier dem Aspekt, dass du noch einen Haushalt hast, musst ja Wäsche bückle, welches so, das sehe ich halt schwierig. Außer du nimmst natürlich eine Haushälterin. Dann wäre es vielleicht wieder ein anderes Thema. Ja, also. Ja, aber nee, also ich weiß nicht, ich wüsste jetzt, also ich denke halt schon, dass das ist halt, ja gut, dann zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin ja auch 12 Stunden manchmal unterwegs oder ich habe auch so Genau. 50, 60 Stunden eine Woche, aber das ist mir dann scheißegal, weil mein Näschel sind mein Näschel und mein Horn sind mein Horn und gehe ich trotzdem, egal ob ich da jetzt 5 Stunden, ist mir dann wurscht. Dann, gut, dann lasse ich halt den Haushalt leihen, das ist mir dann scheißegal, dann habe ich halt Ja, keine okay, Wäsche. gut. Dann hast du Weil, halt, also, ich ja. sehe, ja, dann habe ich halt kein Wäsch, weil, also, ich weiß nicht, weil Wäsche, dann stehe ich halt morgens auf, 10 Minuten früher, bügel mir das noch drüber oder so. Weil du ist mir dann das andere wichtiger jetzt, Wäsche, wie Ja, dann den stimmt Stress schon. zu geben und die Bügelwäsche du jetzt unbedingt zu Wäsche, Wäsche, du ist dann, aber das ist halt so, das habe ich jetzt mit zwei Sachen, das habe ich jetzt mit Näschel und mit meinem Horn. Ja. Aber zum Beispiel der Rest, ob ich jetzt heute braun bin oder mulnett, ist mir jetzt zum Beispiel an Armul egal, Wäsche, so. Ja. So ist es zum Beispiel bei dir durch kein Gel, durch dieses Lack, das hast du ja dann einmal sonntags gemacht, zum Beispiel. Ja, aber ich habe Weil es auch das war jetzt, gemacht. was für dich die Ja. Prio war, weil für dich die Nägel wichtig waren, weil man Ja. dich immer sieht, genau. Und deswegen war das bei mir auch wichtig und deswegen, du hättest mir egal was für Zeit dafür genommen. Ja, ich Ich sag bin mal halt nach so. meiner Mittagspause gerannt und habe nichts gegessen und habe schnell die Näschel gemacht. Also ich sage mal so, ich finde Hände, gepflegte Hände generell wichtig. Ob die jetzt gelackt sind Ja. oder nicht, das muss jetzt nicht sein, aber es müssen sauber sein. Ne? Also so, ja, so dreckige Nägel, das mag ich auch nicht. Ja, aber Aber das wäre nicht ja, so mit. aber wie gesagt, also, jo, Nägel, Friseur, alles gut, das kriegt man bestimmt noch hier. Aber wie gesagt, wenn jemand wirklich alles, alles, alles machen wollt, Ja, dann ist er ist schon Influencer. schwierig. Und das noch mit Haushalt und Kinder. Aber gut, vielleicht hat derjenige dann wirklich Haushaltshilfe ohne Nanny. Dann geht's natürlich, ne? Das mal so sehen. Aber die Frage ist halt, ach, ja, was macht man halt alles? Wie gesagt, ne, man muss ja irgendwo, wie sagt man so schön bei uns, da man lacht immer ab und zu gäbe, weil das halt immer, was ist denn das ab und zu gäbe? Aber irgendwie, ja, muss man sich überlegen, was macht man alles oder was will man nicht, ne? Also irgendwo hat man ja Prioritäten. Ajo, deswegen. Ja, das stimmt schon. Aber ja, wie gesagt, ich meine, manche Sache, ja, ich meine, wenn ich dann überlege, aber eigentlich, ne, meistens, du nimmst dir ja eigentlich dann auch für deine Skincare Zeit. Also nicht so wie ich alle 14 Tage Beauty Day, sondern, also ich kenne Leute, die wirklich sagen, für die ist Skincare Me-Time, ne, und die wirklich du morgens und obends dann stehen und eine halbe Stunde, ne, Gesicht wasche, peele, weiß ich nicht, was alles auftragen und du noch dieses, wie heißt das, Gua Sha oder sowas do, ne? Oder Ja. du wolltest doch auch mal dieses Gesichts-Yoga do, ne? Mache, Ja, habe ich was aber noch ja auch, nicht gemacht. ja, aber das soll ja auch sehr gut sein für die Lymphe, ne? Dass man das macht. Also wenn das dann noch dazukommt, aber diese Frau, also das ist so, ich habe ja glaube ich schon mal von der erzählt, das ist so Influencerin, die hat 8 Kinder und die sagt, egal wie, auch mit 8 Kindern, sie hat sich immer Zeit für ihre Gesichtsroutine, also ihre Beauty-Pflegeroutine Bitte? genommen. Na, Ja, also dann nicht ver. kriegst du halt nur zum Mann. Das wäre nämlich vorhin Ja. auch noch euch gefallen, weil du gesagt hast, ja, Haushalt und das und das. Ja, du musst halt dem Mann dann helfen. Also wie gesagt, der will ja auch, Ja. dass du so aussiehst. Ja, das Weil stimmt. wenn du jetzt mal aussiehst wie so Harrison, dann kommen, ah ja, sorry, aber dann suchen sie sich die nächste, ist ja dann Ja, so. das stimmt. Also wenn jetzt jemand erklärt haben will, was Haaresen ist, ich kann es selber nicht erklären. Also wir haben es schon mal versucht, aber wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen, woher das Wort Haaresen kommt. Das ist so ein Pfälzer Urwort aus dem Klammereland. Ja, doch, es stimmt. Also ja. Ja, also man kann schon viel als Frau ziemlich viel Beauty-Behandlungen machen und
Gut, dann gibt es ja noch Leute, die schminken sich gern, die setzen sich ja auch noch hier und nehmen sich dann wirklich super viel Zeit auch für Make-up, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also dann morgens noch immer, ne? Also ich glaube, Ja. ich habe mal einer zugeguckt, die hat gesagt, die macht für Also Tag, also ich brauche 20 oder 20 bis 30 ja, Minuten. das hat die auch gesagt, ja. Also für, wie nennt man das? All-Day-Look oder so. Oder Ja. Non-Make-up, Non-Make-up-Look oder was weiß ich, wie die das genannt hat. Ja, genau. No Make-up-Look, ja. Aber wenn du jetzt halt dich richtig schminken würdest du dann noch länger brauchen oder würdest du es auch in 20 Minuten hinkriegen? Also, weißt du, wenn du so Naja, richtig. dann brauche ich länger. Ja? Ja. Okay. Kommt dann drauf. Ja. Also, die hat auch gesagt. Aber ich meine, ja, du machst es ja auch gerne. Ich gucke dir ja auch voll gern zu, wie du das machst. So. Für mich kennst du auch mal so YouTube-Video. Die hat jemand mich auch mal geschminkt. Das war, also, das fand ich angenehm, so dieses. Ne? Also, wie du das so gemacht hast, auch so. Das war echt angenehm. Das könnt ihr mal wieder machen. Das war echt gut. Ah ja, gut, ich brauche für mein. Ich meine, ich schmink mich jeden Tag. Also bei mir gibt es kein No-Make-Up-Day. Also es gibt ja Leute, die sind weggeschmuckt, komplett ungeschminkt. Das gibt es bei mir nicht. Aber ich mache halt nicht so viel. Man sieht es hier. Und das braucht vielleicht 10 Minuten. 5 Minuten. Ach Gott, nicht immer 10 Minuten. Ich mache das schon im FF. Ich mache das schon seit ich 16 bin. Aber gut, Ja, ich. gut, also dafür brauche ich jetzt leider nicht lang. Das habe ich jetzt vorhin eine Viertelstunde gemacht, schnell. Für die Potti. Ja, das stimmt. Aber ich meine, gut, ich sage zum Beispiel auch, viele sagen, meine Mutter zum Beispiel sagt, ach, schneide mir da Haar ab, mach mir Frisur, ne, das ne, immer Zopf. Aber ich finde halt, lange Haar haben was mit Bequemlichkeit zu tun, weil ich finde, lange Haar kosten weniger Zeit. Du machst einen Zopf oder du löschst sie offen, föhnst sie glatt, löschst sie offen. Aber wenn ich, also ich hatte ja wirklich schon mal kurze Haar, das war so aufwendig, weil ich musste mir wirklich jeden Tag die Haar wäsche, weil der ganze Bab, Wäsche durchs Haarspray und sowas drin war. Und dann diese ganze Toupiererei und bis es dann so, also weißt du, bis es so geföhnt hast und so, das war für mich mehr Aufwand wie lange Haar, finde ich jetzt halt. Weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das Ja, mehr Aufwand. also je kürzer es sind, desto mehr Aufwand hast du auf jeden Fall, finde ich auch. Aber deine sind aber wieder voll gewachsen, gell? Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es ist. Ich habe es im Dutt jetzt. Also Morgen. doch. Wieder Long Hairs. Yes. Aber dein Bruder hat ja lange Haare. Braucht der eigentlich lang für die Haare zu föhnen? Der Und föhnt zu. sie nicht. Ach so, Der der lässt lässt die sie Luft nass. trocknen. Naja, okay, dann braucht er nicht lang. Ne? Weil der hat ja wirklich beneidenswert lange Haare und schöne Haare. Ne? Also jede Nee, Frau. nimm. Ne? Nee. Hat er die abgeschnitten? Nein, aber ja, also Stückchen, glaube ich, aber ich finde, die sind nämlich so, wie sie mal früher waren. Ich kenne sie ja noch, wie sie früher waren. Das ist gar nichts mehr do. Nee. Von Okay. was? Aber weil der hat ja wirklich voll die Schäne hoch. Und dick vor allem, ne? Ja, dick nehme ich. So wie du, ah, so richtig dicke hoch. Ja. Aber meine sind auch nicht so dick wie früher. Aber woran liegt das? Okay, gut, bei dir kann es vielleicht vom Färbe kommen, ne? Ja, Hormone, Frau. Ja, das stimmt. Aber ich finde, also mir persönlich muss ich sagen, ich kenne dich jo jetzt, wie lange kennen wir uns? Also wir kennen schon sau lang, aber wie lange haben wir jetzt Kontakt? 4 Jahre, gell? Fünf. Fünf. Fast 5, ja. Und ich glaube, in deinem Jahr hattest du mehr, also mehr verschiedene Haare, wie ich mein ganzes Leben. Also wirklich Haare von Feuerrot angefangen, Game Over, bis hin zu jetzt Graublond oder Weißblond oder Platin oder Kalissiblond, wie auch immer man das nennt. Also muss ich aber sagen, mir gefällt das jetzt weg. Also das gefällt mir jetzt mitunter am besten. Das habe ich aber zu jeder Frisur Nee, gesagt. ja, ich Doch. weiß. Das stimmt. Aber irgendwie so, nachdem ich alles kenne. Aber was mir auch gut gefallen hat, war, wo du so schwarz hattest. Das sah arschher aus. Wobei ich zusagen muss, ich mag ja lieber White Skin. Und damals, wo du schwarz hattest, war ich ja noch brauner. Ne? Ja, muss ich ja aber. Sonst Ja. wäre ich schon wie leicht hätte ich Und ausgesehen. deswegen gefällt mir das jetzt besser, weil du da nämlich weiß bleibst, so oder weiß bleiben kannst, muss ich jetzt sagen. Ja, aber ich Also, mag meine White Skin nicht. warum? Das ist voll schä, voll. Das ist wie so Porzellanbub. Ich finde das voll schä.
Weil ich meine, damals war es schon ein paar Nuancen dunkler, gell? Also. Also ein paar, ich habe letztens so Bilder gesehen. Ja, also du warst schon halb. Nee, das darf man nicht Ja, sagen. das darf man Nee. nicht sagen, aber Ja. ich sah schon aus wie in, also so wie ein Südländer. Südländer auf Ja. jeden Fall, also überhaupt nicht Voll. deutsch. Voll. Also ich habe nämlich letztens 8 Grad von dir so Reel gefunden auf dem Handy. Weißt du, wo man Klein, ich glaube, so hast du erst mal Klein gemacht, wo das so, weißt du, wo das so ein bisschen so vorm Spiegel so, ach, wo man, glaube ich, deinen Bauch auch so sieht, da hast du so kurze Sache auch, auch gehabt. Also habe ich gedacht, mein lieber Mann her, also dir, Und jetzt? ganz schön Jetzt ist ein Geist wieder. Darkness. Ja, ich muss wohl wieder ins Soli gehen oder ein bisschen selbst. Also jetzt am Wochenende mache ich wieder ein bisschen Selbstbräuner drauf. Für Ja. die nächste Woche Arbeit. Damit ich wieder erholt, ne, dass die denken, die hat sich nicht erholt, weißt du, damit man die Augenränder und so nicht so sieht. Muss ich wieder ein bisschen. Aber du wärst lache, weil die Shalima hat sich auch mal selber Sommersprosse gemacht. Und ich habe das letztens auch bei einer gesehen, die hat es auch gemacht. Aber die hat es nicht mit dem Sieb gemacht. Die hat es mit so einem, solchen Ja, Sieb. wie blöd, ich hätte es mit der Zahnbürste machen können, so. Nee, das hat die hat das gemacht, wie die wo Henna machen, welche in so einem dünnen. Aber also. Ja, ich habe hier eigentlich so mal Sprosse, ich würde mir die gerne tätowieren lassen, aber ja. Muss ich Weg. erst mal einer finden, wo der das macht. Ja, ich glaube, das ist auch schwierig. Also, das lasse ich mir dann lieber in so einem Beauty-Permanent-Make-up-Studio machen, Ja. weil ja, die. Stechen ja anders. Ja, Jo. das stimmt. Ja, so wie früher war es auch eine Zeit lang modern. Das hat meine Mutter sich gemacht. Die hat immer so einen Leberfleck gemalt. Hatte ich letztens, ah, immer wenn ich Pickel habe, mache ich Ah ja, dann. gut, du machst wie ein Pickel, aber die hat es halt immer, weißt du, so ein schwarzes Ding durch gemalt. Stimmt. Ja, aber ich habe es dunkelbraun gemacht und dann mit dem Make-up-Pinsel nochmal drüber gegangen, so. Ja. Weil dann sieht's halt echter Echt aus. aus. Weil du dann Make-up drüber ist und dann sieht es halt aus, als wäre das so überschminkt worden. Ja, das stimmt. Ja, hat mein Kollege mich auf der Arbeit auch angesprochen, ob ich diesen Sommer, nee, ob ich dieses Muttermal schon immer da gehabt hätte, habe ich gesagt, nee. Sind halt meine Tipps und Tricks, Ach, du Pickel bist zu zu krass. verstecken. Also du bist Ja, aber wirklich zu der hat krass. gesagt, dass, also soweit ich das, also ich glaube, das war, also ich fand es persönlich auch super schön. Habe ich so gedacht, oh ja, wenn ich hier so eins hätte und hier so eins, könnte ich mir auch tätowieren lassen. So. Ach, du bist zu arg. Aber Steht mir. man muss dazu sagen, du sahst ja selbst mit Fifi gut aus, ja. Also das muss da erstmal einer noch machen. Also weg dich vor. Der Pfiffi sah richtig gut aus. Ja, es war echt nicht schlecht. Der lockige Mensch, ne? Der Ja, OG. ja. Der OG, ja. Der wurde, du hattest, wo man in Erfurt war, da hatte ich nämlich letztens 8 Grad Bilder gesehen. Ich ja, oh mein Gott, vor allen Dingen, wie fettig du warst. Ach komm, Doch, also warst mein nicht fett. Gesicht doch so, sofort, doch, Du warst natürlich. Also pummelig, aber nicht fett. für meine Größe war ich fett. Nein, du warst pummelig. Du warst süß. Cute. Speckig. Fett. Aber auf jeden Fall, die Haare waren schön. Ja, das stimmt. Der Fifi, der sah nicht schlecht aus. Doch, muss man schon sagen. Obwohl ich es gar nicht gedacht hätte, als du gesagt hast, du hast dein Fifi geholt. Aber es war nicht schlecht. Weil es hat ja wirklich gestanden, muss man sagen, gell? Ja, deswegen, also die Shalima ist also immer für was Neues offen. Ich will sag ein, wo du die ganze Idee herhast. Aber ja, du kennst man sich auf jeden Fall Inspiration hole, was man so alles machen kann bei dir. Hat man auch immer eine Meinung auf jeden Fall dazu. Ne. Ja, aber ja, da komme ich wieder auf das Thema Drogerie-Obsession. Das wäre vielleicht für Achemo so Thema wert, weil ich kenne super viele Frauen, die eine Drogerie-Obsession haben. Ich selber habe keine. Die schalte ich Ja, aber mal vielleicht an. müssen wir die mal einladen. Ja, stimmt. Das wäre auch eine Idee, dass wir die mal einladen mit der Drogerie-Obsession und so mal ausdiskutieren, was es hier für Obsessions so gibt. Also, ja, ich meine, gut, Make-up hast du auch viel, aber halt nicht aus der Drogerie, ne? Das muss man halt sagen. Doch, auch so für die Arbeit manche Sachen schon, weil ich mir halt denke, komm. Ja, aber überwiegend hosche eigentlich schon nicht aus der Drogerie. Ja, nee. Ja. Überwiegend habe ich.
High-End. Ja. Oder Aber ich glaube, Mac gehört zu High-End, gell? glaube auch. Ja. Ja. Aber ihr könnt auf jeden Fall immer eure Meinung zu Beauty Obsessions mit reinschreiben. Natürlich auch, was wir vergessen haben oder was wir nicht beachtet haben oder was eure Meinung zum Thema Zeit-Geld-Faktor. Kriegt man das zeitlich hin? Hat man das Geld überhaupt dafür oder wie auch immer? Wäre ja mal interessant. Weil ich sage mal so, ich bin ja eher so der Typ, der so eigentlich nichts macht. Und die Schalima ist so der Typ, der ein bisschen abgespeckt, also viel selber macht, aber halt auch ein paar Termine so macht. Aber rein theoretisch findest du es ja wichtig. Also du würdest ja eigentlich auch mehr machen. Ich habe mir jetzt auch schon überlegt, ob ich die Urschel froh, wie man blondiert, ob die mir das mal sagt, ob die mir das mal erklärt, wie das aussehen muss, weil es gibt so eine, das weiß ich doch, also ich kann doch gefühlt, das weiß ich jetzt wohl noch hinkriegen. Weil jetzt, wenn mir das nämlich so blöd ist, dann, ganz ehrlich, wenn mir das so blöd ist, dann rufe ich die Urschel über das Zoom aus, habe ich mir auch schon überlegt und sage, hier, guck mal, ist es schon ready, kann man es schon rausmachen. Ganz ehrlich. Weil ich sage mal so, Berührungsängste mit Farbe und so Zeug habe ich jetzt nicht. Also ich kenne Kenner, der so DIY oder wie sagt man die doch DIY, ne? Do-it-yourself-mäßig unterwegs ist an sich selber wie du. Wirklich Ich habe wahr. echt schon überlegt, wenn ich jetzt den Termin nicht gekriegt habe, also an dem Moment, an dem Tag, wo die Friseurin jo gesagt hat, sie hat keine Zeit. Was ja nicht schlimm war, weil ich war halt einfach zu spät, ist in Ordnung und jetzt hat es doch nochmal geklappt. Aber da habe ich echt überlegt, okay, soll ich mir jetzt selber Blondierung holen, das werde ich wohl hinkriegen. Ich habe es echt Alter, du überlegt, ob bist ich zu selber top. blondieren soll. Du bist zu krass, ehrlich. Ah ja. Die Frau macht alles selber. Ja, aber ich, also bei Blondierung habe ich schon ein bisschen Schiss, weil du ist es ja so, wenn du das falsch machst, weil du kannst ja wirklich viel falsch machen, dann ziehen sich ja die Haare ab wie Kaugummi. Also, und du hattest dann halt auch Ja. ein bisschen Schiss, da habe ich gedacht, oh nee, wisch, weil das muss ich dann erst mal mit der Urschel abklären. Ja, also ne, schau dir mal, bitte nicht. Bitte Ah nicht. doch, wenn ich die froh, wie das geht und wie man das macht und auf was ich da achten muss, ich glaube, ich darf halt nicht an das blonde Draht kommen. Irgendwie so, das war ich schon hingekriegt. Oh my goodness. Ich So, schwör's ich kann dir, nicht. wenn du alles mal mitgefilmt hättest, Shalima, wirklich, also das wäre Material gewesen. Ja. Henna, sag ich nur. Der Henna war auch noch da. Ja. Vor allem bei dir denke ich manchmal, du kriegst so den Rappel und dann musst du das sofort machen. Ich weiß gar Ja. nicht, wo du die Das wie Sache mit dem dann. Blond jetzt. Ich war so sauer über mich selber, dass ich, nicht, dass die keinen freien Termin mehr hat, sondern dass ich mir so viel Zeit gelassen habe, den zu buchen. Und ich dann jetzt den Termin, also ich dann jetzt nicht das, was ich jetzt im Kopf habe, weil bei mir ist es halt so, jetzt will ich noch blond sein, wisch es so von oben bis unten. Ja. Und nächsten Monat oder in 2 Monaten dann wird es so, dass ich denke, ah ja, okay, doch, vielleicht lasse ich es doch wieder strähnen oder so. Ja. Ich lege das halt jetzt so. Aber ich will es halt auch blond, also ich wollte es jetzt ganz blond mal machen, ein paar Monate, weil ich wollte dann in meinem Sommerurlaub vielleicht so rosa die Haare halt machen. Und dann fände ich es halt schöner, wenn sie ganz blond sind, wie wenn du Obbe dann mal einen Ah, das komischen wäre voll Rosa. süß, so rosa. Das Ja. würde ja bestimmt voll gut stehen. Ja, ich wollte halt die Obbe dann so ein bisschen mehr rosa pink, wische so ein bisschen Ja. Farbverlauf und dann rosa. Und das sieht bestimmt voll schön aus. Ja. Aber so, dass es sich wieder rauswäscht. Das mache ich vielleicht zu meinem Geburtstag, dass ich dann an meinem Geburtstag dann rosa pink bin und dann ist es wahrscheinlich ja wieder Ende Gelände. Will ich es so vielleicht 3, 4 Haarwäsche. Ja, Weil ich auf will, dass das jeden dann Fall wieder cool. weißblond ist. Also. Aber es schäbe erst. Ich schwör's dir, wenn du das alles mitgefilmt hättest, was du schon gemacht hast, also nicht nur an deine Hoa, wie gesagt, auch mit der Sommersprosse und was du schon alles im Kopf gehabt hast, ey, ohne Scheiß. Nee, das ist mir zu peinlich, wenn es, also ganz ehrlich, vor allen Dingen das Bild mit der Sommersprosse, wo so für Loffe waren, wie so riese Da musst du Marienkäfer, Thomas sogar Alter. neben dran lassen. Aber war du nicht sogar der Sommersprosse, die sind Alex jetzt bei so oft. dir? Ja, das Bild hatte Alex gemacht, der Sack. Ja, und dann sind die Sommersprosse so aufgegangen, voll dumm, weil ich ja so geschwitzt habe, weil es war ja Clean Tees am Geburtstag, 30 Ja, auch Grad. schon das dann wieder wegkriegt eigentlich. Ja, es war voll scheiße. Ich habe es einfach abgeputzt, weil es auseinandergelaufen ist. Hat da nichts gebrochen. Boah, schade, das wäre wirklich, das wären Highlights, wirklich. Ja, okay, gut. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt wieder lang genug gequatscht. Es war wieder wunderbar. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, auf die nächste Woche.
Und Yes. vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst bitte einen Like da, einen Daumen hoch. Nee, ein Like ist ein Daumen hoch. Ich meine Abo. Ohne Kommentar. Wie gesagt, kommentiert mal gerne rein, was ihr dazu meint. Und kommentiert auch gerne mal Themenvorschläge. Ne? Sind wir auch immer offen dafür. Und ja, dann sehen und hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.